Deutsche mit Nazi-Hintergrund. Diese Plakette von Sintujan Varatharaja, geprägt und aus einem mittlerweile viral verbreiteten Instagram-Gespräch mit Mostari Hilal bekannt geworden, wird sich niemand gerne anheften. Was diese Plakette ins Licht rückt, ist eine trotz der vielberufenen deutschen Erinnerungskultur uneingestandene Verdrängung der Kontinuität zwischen Nazi-Vergangenheit und deutscher Gegenwart. Diese Verdrängung vererbt sich von Generation zu Generation, genauso wie Wohlstand weitergegeben wird, ohne dass man sich dessen bewusst werden will, worauf dieser Wohlstand nun genau beruht. Besser, man fragt da nicht so genau. Varatharaja und Hilal sind Menschen, die man in Deutschland jetzt gerne als Deutsche mit Migrationshintergrund bezeichnet. Sie finden, Deutsche mit Nazi-Hintergrund sollten sich mit den gewaltsamen Ursprüngen ihrer eigenen, zum Teil beträchtlichen Vermögen beschäftigen, statt sich hier und dort über philanthropische Stiftungen das Gewissen reinzuwaschen, sollte darüber nachgedacht werden, was man der Nazi-Herrschaft, das heißt den Zwangsenteignungen und Arisierungen, den Versteigerungen jüdischer Wohnungseinrichtungen, dem Kunstraub, der Zwangsarbeit und der Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben verdankt. Der Ausdruck Deutsche mit Nazi-Hintergrund sticht in ein Wespennest von Einfluss und Privilegien, aber auch in einen Sumpf von uneingestandener Schuld und banaler Komplizität kleinlicher und kleinstbürgerlicher Art. Ich kann das gut nachvollziehen. Mitte der 80er Jahre häuften sich in meiner Kleinstadt die 50. Firmenjubiläen. Ich war damals neugierig und ging ins Stadtarchiv, wo ich ohne Probleme die Unterlagen über die Arisierungen der jüdischen Geschäfte und Weinhandlungen durch die saarpfälzische Vermögensverwertungsgenossenschaft oder Gesellschaft einsehen konnte, die das damals für unseren Bereich erledigte. 50 Jahre später feierte man Jubiläen, ohne dass auch nur irgendwer mit einem Sterbenswörtchen daran erinnerte, wie es zu diesen sogenannten Firmengründungen gekommen war. Aus Dokumenten, die meine eigene Familie betreffen, weiß ich von den peniblen Methoden der Buchhaltung, wenn es darum ging, etwa die Miete von den enteigneten Juden einzufordern, die sie an die neuen arischen Besitzer ihrer ehemaligen Häuser zu entrichten hatten, in denen sie anfangs noch weiterhin wohnen durften. Die Miete war übrigens auch dann noch fällig, wenn der Mieter aus irgendwelchen Gründen, sagen wir einer Internierung im Konzentrationslager Dachau, daran verhindert war, von seinem Wohnungsrecht Gebrauch zu machen. Das war grausam, aber es war auch zum Teil Vorspiegelung von Normalität der Beamten, der Gewinnler und der Juden, die mitspielen mussten, um ein Schlimmeres zu verhüten, das sie ohne Zutun letztlich dennoch ereilte. Wissen Sie, Deutsche mit Nazi-Hintergrund, ich wünsche mir genau das, was sich auch Mostari Hilal und Sintujan Varatharaja wünschen, nämlich Transparenz. Denn wenn wir unter Nazi und Nazi-Hintergrund nur an die Morde der Einsatzgruppen, an Tötungen sogenannten unwerten Lebens, Gaskammern und dergleichen denken, dann übersehen wir in der Tat, dass Nazi-Hintergrund nicht nur jene außergewöhnlichen, wenn auch routinisierten Akte der Unmenschlichkeit bedeutet, sondern auch unterlassene Hilfeleistung, der stillen Teilhabe und der Zugewinn an sozialem und materialem Kapital, an dem eben jene Deutsche mit Nazi-Hintergrund auch Generationen später noch profitieren. An dieser Tatsache lässt sich nicht rütteln. Und es darf einen auch nicht überraschen, dass es Deutsche ohne Nazi-Hintergrund sind, die heute Transparenz und Offenheit im Umgang mit dieser Vergangenheit fordern. Denn ohne solche Transparenz und Offenheit ist es schwierig, in Deutschland vorbehaltlos zu leben. Natürlich gilt Entsprechendes auch für andere Länder. Hier in den USA, wo ich seit über 30 Jahren lebe, hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Fällen von unverhältnismäßiger Polizeigewaltanwendung zu sozialen Unruhen und zu einer allgemeinen Diskussion über den Wert des Lebens afroamerikanischer Menschen in der amerikanischen Gesellschaft und Wirtschaft geführt. Nun steht uns deutlich vor Augen,
dass es auch hier Menschen mit Nazi-Hintergrund gibt. Antisemitismus ist auch wieder da, wenn er denn jemals verschwunden war. Jedes Land hat hier seine eigene Vergangenheit nicht zu bewältigen, sondern dem Vergessen zu entreißen, ernst zu nehmen und zur Sprache zu bringen.